Sieht das Affen geil aus oder was? Guckt euch an, wie geil die Charaktere in diesem Cell-Shading-Look aussehen. Und das ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wir schauen uns heute die neueste Mod oder die neuesten Mods für Final Fantasy 9 an. Es gab eine Neuerung zur Moguri-Mod. Die Moguri-Mod ist so eine richtig, richtig fette Mod. Wir haben die schon gespielt, schon mal am Final Freitag. Aber die hat nach 3 Jahren ein Update bekommen und alter Falter, das Update hat's in sich. Ich habe übel Bock drauf. Wir schauen uns nur mal so ein bisschen ein paar Highlights von den Mods an und dann wird's irgendwann mal wieder einen Final Fantasy 9 Playthrough mit diesen Mods geben, weil das ist schon lecker. Vielleicht zeige ich euch sogar zuerst einmal die Mod-Einstellungen, damit ihr Final Fantasy 9 gemoddet spielen könnt, also für alle, die es selber gerne mal spielen würden oder gerne machen würden. Ihr braucht dazu hier diesen Memoria Launcher. Das ist so ein Mod-Launcher, der euch erlaubt, eben Final Fantasy 9 gemoddet zu spielen. Und vor allen Dingen das Großartige daran ist, es gibt hier diesen Mod-Verwalter. Also hier gibt es eine ganze Liste an Mods, die ich benutze. Ich sage euch auch gleich, was die einzelnen Mods machen. Und die könnt ihr hier runterladen und dann hier konfigurieren, sagen, welche wollt ihr drin haben. Die Reihenfolge, wie sie geladen werden kann, ist manchmal wichtig, was man berücksichtigen muss. Genau. Fangen wir mal mit der Moguri-Mod an. Die Moguri-Mod an sich ist eigentlich vor allen Dingen eine Grafik-Mod. Also die verändert komplett die Optik des Spiels. Du kannst damit in Breitbildformat spielen, also 16:9. Es ist alles in HD. Das Spiel selber bekommt, glaube ich, 60 FPS. Alles ist in HD, auch die Spielercharaktere und so weiter, ist alles optisch extrem aufpoliert mit der Moguri-Mod. Man kann es auch hier nachlesen, was die alles macht. Also auch die Filmsequenzen sind aufgehübscht. Die haben 30 statt wie im Original 15 FPS. Dann ein neues Package, das mich unnormal vom Hocker gehauen hat, ist das Playable Character Pack. Das führt nämlich dazu, dass Kuya, Bradley, dieser Dragoon, dass man den spielen kann, und Lani, diese Kopfgeldjägerin, die der Truppe eine Zeit lang hinterherjagt, die sind jetzt spielbare Charaktere. Das heißt, die kann man sich in die Gruppe holen, die kann man ausstatten, die können leveln, die können Abilities haben, die haben ihre eigenen coolen Fähigkeiten. Zeige ich euch nachher alles mal ein bisschen. Die kommen ins Spiel hinzu und das ist ziemlich cool. Denn ich wollte schon immer mal Lani spielen. Von der Alternate Fantasy Mod kannte man es, dass man Beatrix als permanenten Charakter dabei haben kann. Und jetzt sind eben die auch noch dazu gekommen. Hier kann man noch alternative Outfits wählen. Man kann Garnet die White Mage-Robe dauerhaft geben. Und man kann Zidane dauerhaft sein, die Pluto-Rüstung geben, wenn man will halt. Ich hatte die White Mage-Robe drin. Bei mir war es aber immer so, dass die immer mit den Haaren von ihr geklippt hat. Dann sah es nicht cool aus. Ich nehme es mal rein für euch zum Zeigen. So what? Einfach mal, damit man es mal gesehen hat. Und wenn wir schon dabei sind, kriegt Zidane auch das Pluto-Outfit. Just for the lulz, wenn wir gleich reinschauen. Genau. Dann gibt es die Alternate Fantasy Mod, die irgendwie unnormal viel verändert. Ich weiß gar nicht, was die alles verändert. Also die bringt zum Beispiel Sachen, die es nicht ins Originalspiel geschafft haben, zurück ins Spiel. Wie so ein kleines Minigame mit Luftballons in Alexandria. Texte, die rausgetilgt worden sind aus Platzgründen. Es greift so ein bisschen in die Gameplay-Mechaniken ein und verbessert die teilweise. Macht die Kämpfe teilweise ein bisschen interessanter. Bosskämpfe sind spannender dadurch. Wir hatten schon mal mit der Alternate Fantasy Mod ein Playthrough gehabt. Das hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Dann haben wir hier Amazing Quinna Mod. Die musste ich unbedingt reinnehmen. Die führt dazu, dass der Random Damage der Gabel, also der macht ja Random Damage, dass das nicht so krass variiert. So, dass man nicht einmal 5 Schaden macht und einmal 5000, sondern es variiert zwischen 50 und 100% der Angriffskraft. Eine neue Endgame-Robe für Quinna habe ich mir noch nicht angeschaut. Einen neuen Trans-Command, Double Blue, was eben dazu führt, dass Quinna nicht mehr diesen nutzlosen Kochen-Command hat, mit dem er halt sicher jemanden essen kann. Das hat man eh nie verwendet, sondern er kann einfach Blaumagie doppelt wirken, was ziemlich cool ist. Dann lernt er noch ein paar neue Skills und ein paar Abilities wurden getweakt. Also macht Quinna nochmal zu einem interessanteren Charakter. Dann haben wir hier die Tantalus-Mod, die dazu führt, dass zu den spielbaren Charakteren, die wir hier schon haben, Blank, Kinna und Markus
Kokos auch noch dazukommen als dauerhaft spielbare Charaktere. Ziemlich cool. Dann haben wir noch die Mock-Addons. Das sind so kleinere Sachen wie, also so kleinere Gameplay-Tweaks wie ein hübscheres UI, dass zum Beispiel die Xbox-Controller-Knöpfe angezeigt werden, nicht die PlayStation-Symbole und so ein Zeug. Macht es einfach ein bisschen angenehmer zu spielen. Genau. Also ich erzähle euch natürlich nicht jede Änderung, die die Mods im Detail machen, weil das könnte langweilig sein. Das könnt ihr jederzeit nachlesen. Ich zeige euch mal nur ein paar Highlights. Und dann gibt es noch den Moguri Alternative Soundtrack Mod, der ein paar der im Spiel enthaltenen Soundtracks mit orchestralen Versionen ersetzt, die richtig gut sind, die richtig schön sind. Aber jetzt schauen wir uns das Spiel an. Ihr könnt auch statt der Originalschriftart für PC, könnt ihr die PlayStation-Schriftart reinnehmen, die pixelige. Ja, und dann spielen. Let's go. Das funktioniert. Ihr seht auch, das Hauptmenü zum Beispiel sieht affengeil aus, kommt auch durch eine Mod. Ist auch durch eine Mod verändert. So, okay. Spiel laden. Wir schauen uns einen Speicherstand an, den ich habe, weil sonst müssten wir jetzt ziemlich weit spielen, bis ich euch alles zeigen kann. Ihr seht schon an den Charakterbildern, ich habe da zwei Charaktere ins Team geholt, die im normalen Spiel nicht spielbar sind. Boah, und vor allen Dingen eine Sache, das Hauptfeature habe ich noch gar nicht erwähnt. Ihr seht zum Beispiel hier auch die Kamera ist viel smoother. Smooth. So, wir gehen in Gisa Malooks Grotte und euch wird sofort eine Sache auffallen. Schaut euch mal das Charaktermodell von Zidane an. Sieht das affengeil aus oder was? Das Charaktermodell hat so einen Cell-Shading-Look. Und das, also das ist ein Shader, den man einstellen kann. Und das sieht richtig, richtig geil aus, finde ich. So, okay. Gehen wir rein und wir stürzen uns mal in den Kampf. Also vielleicht mal kurz hier das Inventar. Ihr seht schon, das Inventar hat auch so einen spannenden Look mit dieser grünen Farbe. Gibt es auch die Option, das sind einfach zwei neue Farben. Normal und klassisch. Normal auch geil, so ein dunkler grauer Look für das Menü. Finde ich auch ganz schick, um ehrlich zu sein. So, ihr seht aber hier schon, wir haben Fredley und Lani in der Gruppe. Das ist ziemlich cool. Beide auf Level 14 und 13, weil ich habe hier so einen Endgame-Spielstand von mir genommen und die waren natürlich noch nicht gelevelt. Deswegen bin ich jetzt hier auch in Gisa Malooks Grotte rein, weil wir da auf ziemlich schwache Gegner treffen. Und ja, Fredley kann witzigerweise natürlich genauso die Beere tragen, wie Freya auch. Und halt hier dann verschiedene Sachen und man sieht natürlich, der lernt auch Abilities. Er hat aber auch richtig geile eigene Abilities. Das zeige ich euch gleich. Und bei Lani ist das ähnlich. Wir können nachher noch Kuya uns anschauen. Blank, Kinna und Markus. Auch ziemlich cool. Die hat natürlich ihre geile Axt. Kann, soweit ich das gesehen habe, keine andere Waffe tragen. So, und jetzt gehen wir mal in den Kampf. Also ihr seht auch hier, ne, natürlich Kamerabewegungen und so. Das sieht alles so geil aus. Das Breitbildformat, alles richtig schick. Und jetzt wartet mal drauf, bis wir in den Kämpfen sind. Da fallen euch die Augen raus. Guckt euch an, wie geil die Charaktere in diesem Cell-Shading-Look aussehen. Hier steht irgendwie in der deutschen Übersetzung Benutzerbild. Ich denke mal, das ist eine Mistranslation. Bradley kann eben hier dieses Benutzerbild, ich sag euch gleich, was das ist, und Drakothek. Also das heißt, er kann natürlich, Drakothek-Zauber, aber Benutzerbild viel cooler. Ich zeig euch, was das ist. Bradley, mach mal Benutzerbild. Und jetzt verwandelt sich Fredley in einen Drachen. Ist das geil für einen Dragoon oder ist das geil? So, jetzt haben wir Lani. Lani kann sowohl Jagd als auch GR-Magie. Ich weiß nicht, was GR-Magie sein soll. Grün-Magie vielleicht? Ey, das ist so cool. Mal ab in den nächsten Kampf. Wirklich, und dann mal so einen ganzen Playthrough machen, wo man Fredley und Lani irgendwie mit dabei hat und levelt. Finde ich schon ganz witzig. So, Drakothek, was ist denn Ikari? Hey, das sieht ja mega cool aus.
also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich als Final Fantasy 9 Fan ist das hier ein kleiner feuchter Traum. Absolut nice. Wir schauen uns gleich noch andere Charaktere an. Ich will nur noch kurz gucken, was Lani da macht. Grüne Magie. Oder große Magie? Keine Ahnung. Sie kann hier auf jeden Fall so Schwarzmagie im Prinzip lernen. Dann kann sie Jagd. Ich habe noch nicht verstanden. Verbessert Angriffe beim Fokussieren des Ziels. Ich glaube, wenn sie Jagd auf einen Gegner ausübt und danach angreift, dann ist der Angriff stärker. Also das ist so eine Art Focus-Mode auf einen Gegner. Wenn ich das richtig verstanden habe. Gleich mal mit ihr angreifen. Ihr Angriffs-Moveset auch übelst geil, so mit dieser riesigen fetten Axt und dem Salto. Absolut geil. Ja, da sieht man jetzt die Haare bei Garnet rausklippen. Das ist natürlich störend. Sonst wäre die White Mage-Kluft richtig cool. Okay. Wir wechseln mal die Truppe. Kuya. Dann möchte ich... Ja doch, komm, wir machen gleich noch die Tantalus-Bande und machen jetzt erst die drei hier. Kuya, Quinna, der ja angepasst wurde, Beatrix, genau. Bei Kuya könnt ihr Zauberstöcke anlegen, wie bei Vivi. Beatrix, für alle, die das noch nie gesehen haben, die kann die Schwer... Also die ist im Prinzip ein Ritter, wie Steiner auch. Aber guckt euch das Charakterdesign, also das Design der Figuren, das sieht so gut aus. Ja, sie kannte halt ihr heiliges Schwert, ne? Man weiß ja ungefähr, was Beatrix kann. Deswegen, weil man sie ja zeitweise tatsächlich im Originalspiel spielen kann. Dann, hier, Kuya kann Zaubereien wirken. Der hat jetzt aber nichts. Wahrscheinlich noch nichts gelernt. Und kann Bestia rufen. Also man kann ihm Beschwörungen beibringen. Okay, das ist jetzt ein bisschen lame, weil ich natürlich jetzt nichts zeigen kann mit ihm, aber naja. Quinna hat jetzt halt ein bisschen verbesserte Blaumagien, kann ein bisschen mehr lernen. Manche Sachen sind jetzt auch, zum Beispiel der Himmelswind ist jetzt nützlicher, weil er immer genau 60% der Maximal-MP heilt. Das ist ziemlich geil. Genau. Und dann schauen wir uns noch die Tantalus-Crew an. Die sind auch ziemlich spannend tatsächlich. Dann wechseln wir hier einmal Kinna, dann einmal Markus und einmal Blank ein. So, und was bei denen so cool ist, das zeige ich euch. Kinna, der kann Hämmer tragen, aber auch Gabeln. Also Kinna kann die Gabeln von Quinna tragen, ist auch ziemlich cool. Wir geben ihm mal die Bistro-Gabel. Dann hier einmal optimal ausrüsten. Kann halt auch Kram lernen. Genau, dann Markus. Markus kann sowohl Dolche als auch Schwerter tragen. Das ist ziemlich spannend. Deswegen geben wir ihm mal einen Orikalkon. Hier vielleicht auch optimal. Und jetzt Blank, das ist das Allergeilste. Der kann Schwerter tragen, aber auch diese Doppelklingen von Zidane. Auch absolut geil. Wir geben ihm mal die Runenklinge. Ist, glaube ich, ziemlich... Ja, wobei Detonator war cool, oder? Der Detonator war eine coole Waffe. Okay, auch hier optimal ausrüsten. Wir können denen jetzt Abilities geben. Ich weiß nicht. Das sind halt Abilities, wie man sie von den anderen auch kennt. Ist jetzt nicht besonders interessant, denke ich. Ihr seht aber hier schon, da sind noch ganz andere Skills versteckt. Und das ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Okay, Markus kann natürlich klauen, hat hier aber auch eine Banditenfähigkeit, aber hat zu wenig MP, um die auszuführen. Müsste ich ihn jetzt erstmal leveln. Das heißt, wir greifen einfach mal nur an mit ihm. Dann Kinna kann hier Hammer und Pyro. Ich habe keine Ahnung, was Pyro ist. Probieren wir es mal aus. Ich sehe gerade, dass Quinna unsichtbar ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll. Ich glaube, da ist irgendwas mit der Gabel schiefgelaufen. Ich gebe ihm mal seinen Hammer wieder. Okay, Kinna ist wohl dauerhaft unsichtbar. Warum auch immer. Das war in meinem letzten Versuch, war das nicht so. Technik, Räuberauge. Okay. Hammer, was macht der? Senkt MP. Das ist ja witzig. Okay.
So, und Blank, der besitzt die Fähigkeit des Schwertkampfs. Exekution und Medica, whatever. Benommenheit kann er aufwärmen, was erhöht die eigene Stärke. Point Blank. Was ist das? Kraftvoller Angriff, der das Gefüge von Raum und Zeit zerreißt. Wendet Waffenelement an. Auch geil. Wir nehmen mal die Benommenheit. Okay, ein Gegner wird geslaut durch Benommenheit. Ich verstehe. Ja, das macht auf jeden Fall übel Laune, finde ich. Ja, und das war im Prinzip auch schon so im Groben und Ganzen der Final Fantasy 9 Mod Showcase. Ich habe das letztens entdeckt. Ich wollte euch das unbedingt zeigen. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich glaube, da gibt es noch richtig viel zu entdecken mit den Mods, gerade wenn man das Spiel damit einmal durchspielt. Wie gesagt, ich erinnere mich noch an unseren letzten Playthrough mit der alten Moguri-Mod, mit der alten Alternate-Fantasy-Mod ohne diese extra Charaktere und so. Ist auf jeden Fall für einen Wiederspielwert für Final Fantasy 9 sehr, sehr zu empfehlen. Schaut euch das selber an, wenn ihr Bock habt, oder schaut da später bei mir vorbei, wenn wir das Ganze im Stream mal wieder als Playthrough angehen und Final Fantasy 9 gemoddet spielen. Ich wollte ja eigentlich als nächstes Final Fantasy 9 mal wieder die PlayStation-Version spielen. Die ist so ein harter Kontrast zu dem, was wir hier sehen. Das ist Pixelbrei, wenn man sich die anschaut. Das ist echt wild, wie sich Final Fantasy 9 nach so vielen Jahren auch noch als Spiel weiterentwickelt hat. Erst natürlich mit dem PC-Port, der sowieso schon mal ziemlich gut war. Oder der Nintendo Switch-Port ist ungefähr optisch das gleiche wie der PC-Port. Und jetzt mit den Mods. Richtig, richtig geil. Also schaut euch das an, wenn ihr da Bock drauf habt.